Ach, Gottes Willen. Okay, hoffen wir, dass es dieses Mal einigermaßen funktioniert. Moin moin, meine Damen und Herren. Falls du dieses Video siehst, heißt es, hey, ich habe mal was hinbekommen. Das müsste jetzt ein volles Let's Play, eine Episode eines Sam und Max Albums sein, oder wie auch immer man diese CD nennen würde. Ich musste ein bisschen troubleshooten, leider, weil die deutsche Sprachausgabe ein paar Audioprobleme hat. Ich bedanke mich ganz herzlich an Sockes Blog, wo die nötige Lösung schnell und einfach übergeben hat. Sam und Max, prinzipiell bin ich sehr vertraut damit gewesen. Ich kannte die schon seit einer sehr langen Zeit und ich habe auch das erste Album angespielt, einen Teil davon gespielt. Ich kann mich zum Beispiel an diese Episode, die wir heute spielen, nicht mehr thematisch und auch nicht mehr inhaltlich erinnern, aber ich kann mich erinnern, was so grobe Dinge waren, die vorkamen. Genau. Boah, wie alt war ich da? Vielleicht 12 oder 13, wo ich mir damals diese CD gekauft habe. Macht das Sinn? Ich glaube, es wird Sinn machen, dass die Episoden so 2006 rausgekommen sind, vielleicht. Aber ich weiß nicht, wann ich sie mir gekauft habe, also keine Ahnung. Fangen wir mal an. Als Telltale noch gut war. Meine Güte, wie lange war das her? Culture Shock. Jetzt halt endlich still, Zappel Philipp. Wann kriegen wir endlich einen neuen Fall? Bestimmt lechzen die Ganoven schon nach unserer Verbrechensbekämpfung mit ihrer persönlich esoterischen Note. Für Geduld braucht man ganz schön Geduld, Kleiner. Okay, nicht schreien diesmal. Ah, ich geh ran, ich geh ran! Hallo? Legt Schweizer Käse vor das Rattenloch oder ihr seht euer blödes Telefon nicht lebend wieder. Ach du Männchen machendes Meerschwein, irgendein miesiger, maliger Mistkerl hat unser Telefon geklaut. Gruselig, ich hab gerade Käse gekauft, woher wissen die das? Das ist auch ja Schweizer Käse, ist klar. Und ein bisschen plötzlich. Normalerweise gehe ich nie auf Erpressungen ein, aber ich muss sagen, die Frechheit von dem kleinen Ganoven reizt mich fast schon wieder. Wo ist der Käse, Max? Mann, keine Ahnung mehr. Du weißt doch, ich habe ein Gedächtnis wie ein halbes Pfund Stockfisch. In der Tat, leider. Na, er muss hier irgendwo in diesem Raum sein. Und damit fängt unser kleines Adventure an. Ja, ich freue mich schon. Ich mag auch, um ehrlich zu sein, den Stil. Keine Ahnung. Ich mag diesen Stil unfassbar einfach. Falls ihr mal ein kleines bisschen zu viel Zeit an euren Händen habt und einen sehr coolen, wie heißt es? Das andere von Anime, was westliche Noten hat. Nicht Comics. Zeichentrickserie, ja. Wenn ihr mal eine coole Zeichentrickserie sehen wollt, auf YouTube gibt es die alten Sam und Max Folgen noch online und das sind unfassbar interessante Folgen. Das sind echt gut Ich gemacht. glaube, Hubert könnte etwas Wasser vertragen, Max. Ich richte ihn gerade ab, sich selber zu gießen. Erinnerst du dich an unsere Motorradtour durch den Mittleren Westen? Nur du und ich und die Polizei von 7 Bundesstaaten. Und das war der ruhige Teil. Oh, es ist so gut, dass Max seine Sprachausgabe richtig funktioniert. Gott, meine Güte, das war so anstrengend teilweise. Eines Tages spielen wir das Spiel zu Ende. Hab's immer noch nicht geschafft, der Polizei die beschlagnahmten Darts wieder rauszuleiern. Hallöchen, wie ist denn das Wetter da drin? Ich weiß, ich kann auch mit Max hier und da mal reden. Oh, wow. Hey, Max. Was gibt es, Sam? Und du weißt wirklich nicht mehr, wo du den Käse hingetan hast, Kleiner? Jesus, du führst dich ja auf, als hätte ich keine Hosen an oder so. Der muss hier irgendwo sein. Was glaubst du, wer angerufen hat? Oh, vielleicht war es der Governor, der sich mit mir über meine Sezessionspläne unterhalten wollte. Ich habe keine Ahnung, was Sezessionspläne sind. Und ich weiß nicht, ob ich es wissen möchte.
Hätten wir bloß den Anruf nicht verpasst. Vielleicht war es der Commissioner mit einem Fall. Ja, genau. Oder vielleicht der President wegen meinem Vorschlag zur Umstellung auf Sommerzeit in 5-Minuten-Etappen. Interessante Überlegung. Ich meine, zu der Zeit, wo das rauskam, wäre das, glaube ich, wahrscheinlich nicht so denkbar gewesen, weil die Technologie und die Standards von Smartphones nicht so krass war. Aber heutzutage würde das wahrscheinlich funktionieren. Die Überlegung hinter Sommerzeit, so habe ich das ja jedenfalls hier und da mal gesehen, aber auch bloß aus so typischen Medien, scheint es zu sein, dass man irgendwie Heizungs- und Heizpreise prinzipiell sinken möchte. Indem man Leute dazu bringt, glaube ich, früher schlafen zu gehen, bei kalten Zeiten? Bin ich da jetzt richtig? Ja, genau. Früher schlafen zu gehen bei kalten Zeiten und dadurch nicht mehr die Heizkosten zu verbrauchen, weil sie eine Decke haben oder so. So scheint jedenfalls die Logik dahinter zu sein. Und dass sie in Sommerzeiten halt dann länger wach bleiben und morgen früh nicht so viel, keine Ahnung, irgendwas verbrauchen, keine Ahnung. Aber interessante Überlegung, 5 Minuten immer davor in kleineren Etappen, würde für mich sogar Sinn machen, ja. Halt, für alte Menschen wäre das die absolute Katastrophe, aber ja. Findest du nicht auch, hier zieht's? Hey, du bist doch der mit Klamotten an. Hast du dich schon mal gefragt, wie das Leben als Käfer ist? Kurz, hoffe ich. Obwohl, ein paar Arme mehr könnte ich gut gebrauchen. Es gibt Tage, da drückt mir die Atmosphäre so von oben auf den Kopf. Es gibt Tage, da verstecke ich Gewichte in deinem Hut, um zu sehen, ob du was merkst. Findest du nicht auch, hier zieht's? Hey, du bist doch der mit Klamotten an. Okay, schade. Gehen wir an die Arbeit. Brillanter Vorschlag. Schlägt euch das Leben auf die Verdauung? Verursacht euch die Realität Verstopfung? Dann braucht ihr Emetik, das Handbuch für vielfarbige Freude. Trennt euch von allen Sorgen und teilt euren Sieg. Hey, das ist doch dieses Farbspektrum-Buch. Selbsthilfe für hoffnungslos Selbstsüchtige. Perfekt, ich nehme 2. Selbsthilfe für hoffnungslose Selbstsüchtige. Interessante 2002 Wortwahl. Gab's tolle Kalender. Gut, dass wir einen Vorrat angelegt haben. Wir haben seither mindestens einen pro Jahr verbraten. Oh wow, really? Kein Kommentar. Ah ja, an den Fall erinnere ich mich. Ganz üble Sache. Unglaublich, wie viel Platz die Stromrechnungen von 20 Jahren brauchen. Jemand hat mir mal erzählt, das Zeug in Lavalampen gäbe eine prima Handcreme ab. Das war ich. Warum habe ich ja auch nie ausprobiert. Hypnotisch, fast schon. Als ich das Ding gekauft habe, dachte ich, es sei sicher nützlich. Ist es ja auch. Wohin denn sonst mit all den Zetteln, die wir nie wieder anschauen? Juhu, ihr kleinen Gauner. Legt den Käse vor das Loch. Die gute alte Luise. Wer war Luise doch gleich wieder? Die Bowlingkugel natürlich. Nice. Jetzt haben wir ein bisschen Inventory. Okay, das ist das Menü. Da unten, okay. Riesenwummel, Klassiker. Wir sollten Jesse James Hand mal schätzen lassen. Ich wette, sie ist besonders wertvoll. Ist ja schließlich signiert. Ich glaube, damit sind wir hier jetzt fast fertig. Außer den hier. Keiner den spricht hier uns mehr auf den Anrufbeantworter. Nichts dran. Schade. Wir gehen besser nirgendwo hin, bevor diese Telefonentführung Schweizer Lösekäse-Affäre nicht erledigt ist. Hatten wir nicht viel mehr Schlingen, Max? Das ist eine Überraschung. K.O. in der ersten Runde. Mach das nicht nochmal. Donuts vom letzten Monat. Finger weg, die brauche ich für ein wissenschaftliches Experiment. Na klar, Kleiner. Ach, Sam ist wundervoll. Da gibt es ja dieses Pokerspiel, auch von Telltale, glaub, wo die viele Leute, wie zum Beispiel auch den Heavy, da drin haben. Aha! Hier ist das Zeug. Das ist ja fast kein Schweizer. Sehr wenig.
Unglücklicherweise ist das kein Schweizer Käse. Easy peasy, wir tun es mit der Karre. Die Ratte hat ausdrücklich gesagt, sie will Schweizer Käse. Ja, ist ja gar kein Problem, kriegen wir hin, Digga. Nimm das, verbrecherisches Milchprodukt. Sam, nicht! Der Käse war unschuldig. Unschuldig? Wohl kaum. Nice, jetzt haben wir Schweizer Käse. Voilà. Schweizer Käse. Naja, wenn man nicht so genau hinschaut, halt. Selber, voila. Boah, ich liebe Käse. Ich bin so ein riesiger Käse-Fan, das ist übel. Eisenstein. Grüße! Die Mitglieder der wohltätigen Bruderschaft der Schädlinge danken für die Spende. Die Mitglieder von Sam und Max hätten jetzt gern ihr Telefon zurück. Wenn's nichts ausmacht. Ich bedauere, euch mitteilen zu müssen, dass ich aufgrund der veränderten Sachlage nicht imstande bin, eurem Wunsch Folge zu leisten. Die Zusatzforderungen für die Rückgabe eures Telefons lauten... Ja, knall den Tipp ab, Alter. Besprechen wir es doch in aller Ruhe. Halten wir seinen schmierigen kleinen Kadaver aus und schauen, ob das Telefon da drin ist. Ich rede nicht. Jimmy Zweizahn ist doch keine Ratte. Ich meine, also ich rede jedenfalls nicht. Oh ja, ich erinnere mich noch an das Feature, das ist so cool. Ich kann Sam und Max switchen. Komm. Oh yeah. Wobei, ich weiß, ich glaube, die blauen Worte sind die, die wahrscheinlich keine... Obwohl, das kann auch vielleicht interface-mäßig liegen, dass halt Sam blau hat und Max weiß, aber ich probier's mal mit Max, Sam. Deine Bedingungen sind erfüllt, da ist der Käse. Ein ehrenhafter Nager würde jetzt seinen Teil der Vereinbarung einhalten und unser Telefon rausrücken. Wir Nager sind nicht gerade für unsere Ehrenhaftigkeit bekannt. Okay, was wollen wir? Dich fütter ich mit Glassplittern? Ah, ich wollte... Das hier. Ich frag mich gerade, ob du schon mal Glühbirne gekostet hast. Nö, aber gib her, mir knurrt der Magen. Hey, Schlappohr, dein Partner macht mich krank. Naja, soll er auch. Ich leg dir gleich die Hände um den dürren, müllschluckenden Hals. Du glaubst wohl, du machst mir Angst, hä? Du hast keine Ahnung, wo er vorher seine Hände hatte. Oder wann ich sie zuletzt gewaschen habe. Wen kümmert's? Ich bin eine Ratte, schon vergessen? Kann ich jetzt gehen? Vielleicht sperre ich dich ein bisschen in unseren Aktenschrank. Und? In drei verschiedene Schubladen. Du langweilst mich, Amateure. Oh, wow. Rück das Telefon raus, oder ich lass dich meine bakterienverkrusteten Handflächen ablecken. Ach nee, hab schon Schlimmeres geleckt. Ach, was denn? Das willst du gar nicht wissen. Hey, Schlappohr, dein Partner macht mich krank. Wir könnten dir ja ein bisschen Musik vorspielen. Katzenklo. Nur zu. Jimmy Zweizahn fürchtet keine Katzen. Kann ich jetzt gehen? Zweizahn, finde ich ein schöner Name. Ich spalte ihm den Schädel und sehe nach, ob er ein Gewissen hat, okay? Oh, Grusel. Ich zitter wie Espenlaub, Amateure. Hat man hier schon mal die Haut abgezogen und einen Luftballon draus gemacht? Kinderkram. Hey, Schlappohr. Dein Partner macht mich krank. Wir werden dir nicht viel tun, wenn du einfach das Telefon ausspuckst. Aber klar. Vergiss es, Blödmann. Hilf mir, dir zu helfen, Jimmy. Was soll das denn jetzt heißen? Keine Ahnung. Aber im Fernsehen klang's immer gut. Scheiße. Verkackt. Du sagtest da was von Kopfweh. Möchtest du ein Aspirin? Wo wir schon dabei sind, kann ich sonst noch irgendwas für dich tun? Hast du vielleicht Durst? Ist dir das Licht zu grell? Ach, das ist aber nett. Jetzt, wo du es erwähnst, ist mir eigentlich zu hoch hier. Ich hab's nicht so mit der Höhe. Macht mich etwas nervös, weißt du? Ach, tatsächlich? Jetzt gehe ich wahrscheinlich auf Max über und dann foltern wir ein bisschen mit der Höhe. Oh, ja. Du hast also Höhenangst, oh, ja? Ja, ich liebe dieses Spiel. Wie wär's, wenn ich deinen fettigen Pelz zum Fenster raushänge? Ach, das traust du dich nicht. Wartet! Ich warne dich. Das ist so gut. Ich bin berüchtigt für meine fusseligen weißen Flutschfinger. Das stimmt. Solltest ihm mal zusehen, wenn er versucht, sich die Krawatte zu binden. Okay, schon gut. Hab Mitleid. Ich hatte mal Mitleid. Fühlte sich unangenehm pappig an, wie... Na, wie etwas, das aus großer Höhe auf den Asphalt geknallt ist. Nee. Ich gebe auf! Nehmt euer Telefon und lasst mich gehen! Wo hatte der das Telefon? Ah, musste das sein.
Hätte ich bloß nicht hingeguckt. Hallo? Wer? Ach du dicker, bockendampfender Bananenbrei. Sind schon unterwegs. Yeah! Au! Wo ist die Ratte? Hab ihn gehen lassen. Er war am Telefon. Das war der Commissioner Max. Verstärkte Vorkommnisse verbrecherischen Verhaltens im Viertel. Oh, Freude! Frischfleisch für uns Freelance-Peacekeeper. Idiot. Wir müssen sofort runter zum Laden an der Ecke. Und damit würde ich mal das erste Sam & Max Let's Play beenden. Wir sehen uns nächste Woche mittwochs. Wahrscheinlich eher gegen Nachmittag oder Abend. Das sind schönere Zeiten fürs Uploaden, da gucken wir Leute zu. Haut rein und tschüss.